Herzlich willkommen, Winery! Heute wird wieder gekocht und zwar gibt es eine mediterrane Hähnchengemüsepfanne. Bei mir zu Hause gibt es die wirklich sehr, sehr oft. Daher muss ich das Ganze unbedingt mit euch hier auf meinem Kanal teilen. Ich koche türkischen Reis dazu. Das Video verlinke ich euch und starte jetzt einfach direkt los. Für das heutige Gericht benötigt ihr Hähnchenbrustfilet, passierte Tomaten, Tomatenmark, hier sind Gewürze, Tomaten, frische Petersilie, Spitzpaprika, Champignons, eine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen und außerdem Salz, Pfeffer und Olivenöl. Für die heutige Pfanne könnt ihr auch Tomaten aus der Dose nehmen. Ich habe jetzt hier frische Tomaten und die müssen geschält werden. Und am allereinfachsten tut ihr euch, wenn ihr das Ganze einmal mit heißem Wasser übergießt. Somit löst sich die Schale einfacher und wir können es leichter schälen. Ich mache jetzt hier ein paar Löcher rein mit einem Messer, gebe das Ganze hier in eine Schüssel und gebe jetzt kochendes Wasser drüber, sodass alles komplett bedeckt ist. Und nach circa 10 Minuten kann man schon sehen, wie sich die Schale leicht löst und dann wird das Ganze geschält. Und währenddessen kümmere ich mich jetzt um die restlichen Gemüsesorten. Die werden jetzt alle schön klein geschnitten. Das Gemüse ist jetzt klein geschnitten und jetzt kommen wir zu den Tomaten. So sehen die jetzt aus. Die nehme ich jetzt hier einmal aus dem Wasser raus. Und dann könnt ihr ganz einfach mit den Fingern die Schale vorsichtig abziehen. Und auch die Tomaten werden dann klein gewürfelt. Aus hygienischen Gründen bitte darauf achten, dass ihr erst das Gemüse schneidet und anschließend das Fleisch. Die Hähnchenbrustfilets habe ich jetzt mit kaltem Wasser einmal abgespült und abgetrocknet und schneide sie in dünne Streifen. Ich habe jetzt hier eine große Pfanne, bereits auch erhitzt, auf höchster Stufe. Da gebe ich jetzt wirklich nur einen Schuss Olivenöl hinein und brate darin mein Fleisch von beiden Seiten kurz, aber scharf an. Auch heute mache ich es so wie bei jedem Hähnchengericht, dass ich erst das Fleisch portionsweise von beiden Seiten scharf anbrate und anschließend aus der Pfanne nehme, denn somit verliert das Ganze keine Flüssigkeit und bleibt wirklich super scharf. Sobald das Fleisch aus der Pfanne ist, könnt ihr den Herd auf mittlere Stufe runterschalten, also von 9 auf 6 circa. Dann gebe ich jetzt hier 2 bis 3 Esslöffel Olivenöl hinein und darin werden jetzt die Zwiebeln angedünstet. Nach circa einer Minute gebe ich Spitzpaprika hinzu und die Knoblauchzehen. Und brate das Ganze weitere 2 bis 3 Minuten an. Weiter geht es mit den Champignons und den Tomaten. Und das Ganze wird jetzt weitere 2-3 Minuten angebraten. An dieser Stelle schalte ich den Herd wieder etwas hoch auf Stufe 8.
Ich habe den Herd runtergeschalten, damit einfach die Zwiebeln nach dem Fleisch nicht so viel Hitze abbekommen, denn sonst brennt es uns sehr, sehr schnell an. Wenn die Champignons schon ziemlich viel an Wasser verloren haben und so aussehen, dann ist es perfekt. Dann könnt ihr Tomatenmark hinzugeben, passierte Tomaten, die Gewürze. Dann rühre ich das Ganze hier erstmal kurz um und anschließend gebe ich das Fleisch dazu. Jetzt wird das Ganze noch mit Salz und Pfeffer gewürzt. Je nachdem, wie viel Flüssigkeit bzw. wie viel Wasser anschließend in der Pfanne drin ist von den Champignons und von den Tomaten, könnt ihr einfach gucken. Ich gebe jetzt hier nochmal so circa 50 ml Wasser hinein, rühre das Ganze um und schalte mein Herd anschließend runter auf Stufe 3 und lasse das Ganze 10 Minuten ruhig vor sich hinköcheln. Und mit etwas frischer Petersilie verfeinert, da gebe ich jetzt nicht alles drüber, denn am Ende nehme ich noch etwas zum Garnieren her. Und nachdem ihr das Ganze hier schön miteinander vermengt habt, könnt ihr das gerne nochmal abschmecken. Und dann ist das Ganze auch schon zum Servieren bereit. Ja, ihr Lieben, das sollte auf jeden Fall euer nächstes Mittag- oder Abendessen werden. Ihr könnt statt dem Reis auch gerne Nudeln dazu servieren, passt auch sehr, sehr gut. Ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß beim Nachkochen, lasst es euch schmecken und ich freue mich auf nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.